Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Raptor Evolution gegen Magiebuch der Prophezeiung. Ja, Dennis hat so große Angst vor diesem neuen Standarddeck gehabt, dass er ein starkes Deck jetzt benutzt. Erstens stimmt das nicht und zweitens, also wenn dein Deck, es war auf jeden Fall mal Meta. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie gut das jetzt ist, aber mein Deck ist auf jeden Fall nicht Meta. Ich kann dass wahrscheinlich wieder jede Karte nur einmal drin ist, einfach damit man, damit sich lohnt, es dran zu kaufen. Na gut, das ändert aber nicht so viel eigentlich. Jetzt bin ich auch noch der, der anfängt. Ist das dein Ernst? Ja, ist ja aber schuld. Wieso machst du auch nichts? Ich hab... Wieso machst du auch nichts? Du hättest jetzt weiter anklicken können, Mann. Hier. Kannst du einfach Endphase drücken. Dann hab ich mehr Chancen. Was ist das denn hier für ein Effekt? Immerhin habe ich eine Karte, die ich spielen kann. Ja, mach erstmal nicht mehr als das, das reicht mir schon. Raptor Evolution, Magiebuch der Prophezeiung, okay, das habe ich angemalt. Also mein Ziel ist der Hierophant der Prophezeiung. Warte mal, ich kann jetzt sowieso nicht Mega Chainen, weil ich nicht so zwei Special Summons habe. Okay, dann suchen wir jetzt mal den nächsten Normal-Summon. 7 Sterne empfängt, Synchro-Monster mit nur 400 ATK. Verwickelt, verbunden. Oh, okay. Warte, wo war ich da? Macht der Prophezei. Magie mit der Prophezei. Nice. Und. Let's go. Der Raptor Evolution. Von hier. Bis hier. Hast du den Tower? Ja, er hat den Tower. Oh mein Gott, Mann. Ist der so gut? Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Fest. Also erst nächstes Mal. Und das auch nur, wenn ich einen Hexer habe. Ein Magiebuch-Zauber vom Friedhof unter mein Deck legen. Und dann eine Karte ziehen. Ja, das ist ja ein schöner Recycle-Effekt. Oho. Ich brauche Magiebuch-Zauberkarten in meinem Friedhof, ich sehe schon. Ah ja, das ist definitiv. Vor allem, wenn du Magiebuch des Schicksals hast. Ich glaube, das ist so hieß auf Deutsch. Spellbook of Judgment. Weil für jede aktivierte... Okay. Weil mit der Karte, da kannst du für jede in diesem Zug aktivierte Spellbook-Karte, darfst du dir eine Spellbook-Karte aus deinem Deck suchen. In der Endphase. Literally, die komplette Hand wieder aufladen. Darfst du jetzt alle suchen? Ich suche mir jetzt drei aus und du gibst mir dann eine. Ach so, ja, okay, dann mach mal. Ich nehme Schicksal. Du kannst auch mehrmals dieselbe zeigen, dann hast du mehr Garantie, dass du die kriegst. Oder? Blöd, dass die alle einmal drin sind. Ja, gut, okay. Sind aber verdammt viele, ne? Ja, stimmt wohl. Deswegen ist es ja auch ein ganzer Archetyp. Weil es so viele sind. Okay, ich zeig dir die drei. Dann mach mal. Ich habe nicht hingesehen. Ich sehe sie verdeckt, wenn ich sie anklicke. Also ich darf ja, nicht. Ja, ist klar. Das Schicksal ist auf jeden Fall dabei. Was ist das hier? Füge deine Hand eine Magiebuchkarte von deinem Deck hinzu. Ah, okay, ein Searcher. Und das ist ein Hexer boostet. Es gibt auch ein Magiebuch, was ein Magiebuch kopieren kann. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Keine Ahnung, welches du bekommst. Du hast mir den Search-Effekt gegeben. Eigentlich ist es eh scheißegal, weil ich sehe die alle verdeckt. Also ist quasi 1 zu 3, ob ich die richtige kriege. Also die richtige sind relativ. Die schlechteste willst du kriegen. Naja. Jetzt kannst du dir die suchen, mit die du den Effekt kopieren kannst, und dann kannst du nochmal suchen, weil du den Effekt der Suchkarte kopieren kannst. Also, wenn du das willst. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß, ehrlich gesagt. Kann ich mir irgendwie mehr Normal Summons geben?
Nein, wieso? Wieso willst du das? Wie soll ich denn? Ich sag dir eins, damals hat Spellbook folgendes gemacht. Die haben die Augen beschworen und das war's, weil dein Gegner dann nicht mehr Spezial beschwören darf. Und alles mit Augen überrannt, mit den Spellbook, was den boostet und sonst was alles. Und vielleicht haben sie noch ein paar andere Monster gespielt, ich weiß es nicht, aber Augen war definitiv. Magiebuch des Meisters ist der, den du meinst. Ach so, ja, der kann jedes Magiebuch kopieren. Ja, aber nur, wenn ich ein anderes Magiebuch in meiner Hand vorzeige und ein Hexer auf dem Feld habe. Also, ach so, ja, okay, du hast also kein Hexer in greifbarer Nähe. Doch, aber möchte ich verdecken. Ja, okay, warum spielst du denn noch nicht? Jedes Mal, wenn eine Magiebuch-Zauberkarte aktiviert wird, lege eine Zauberzellmarke auf diese Karte. Ich glaube, das ergibt Sinn, dass ich das da erstmal spiele. Ah ja, okay, das klingt gut. Mit den Zauberzellmarken. Alle Monster von Typ Hexer, die du kontrollierst, ja genau, damit kannst du dich mega buffen. 100 ATK für jede Zellmarke. Das ist Stufe und du kannst damit sogar searchen, wenn die kaputt geht. Die Nachauflösung dieser Karte aktiviert worden. Interessant. Du. Magiebuch. Falls du 5 davon in deinem Friedhof hast. Mische alles wieder ins Deck. Du hast dir gar nicht die Magiebuch-Dingens ausgesucht. Was? Ja, das Magiebuchfeld. Hab ich nicht. Danke dafür. Kannst du dann kaufen. Hab ich schon. Kauf alles. Ah, das meint er. Alles, was man nicht unendlich kaufen kann, kaufe ich. Wieso? Ach, warte, wieso ist das eigentlich eine Pendelkarte? Magier der Prophezeiung. Wieso nicht? Kann sie gar nicht ins Pendel fallen. Also, wenn du Pendelkarten hast, dann solltest du keine Karten deines Scales packen. Ja, habe ich nicht. Hast du dich bemerkt, obwohl die schon von Anfang an auf deiner Hand ist? Ja. Ja, willst du das jetzt als normales Monster spielen oder nicht? Wieso denn verdeckt? Wie wenig ATK denn das? 100? Nein. Ja, na also, dann ist doch eh schon stärker wie 90% meiner Raptoren. Nein. Außerdem weißt du nicht, wie viel Defense das Teil hat. Wenn das Jaugen ist, heute den Verdeck gespielt hast, dann lache ich. Was für ein Jaugen? Ja, Jaugen! Ich weiß nicht, ob der im Deutschen anders heißt. Der wurde immer Jaugen genannt. Ja, also jetzt bist du mir schon zu stark. Jetzt erst gleich. Ja, krieg ich noch mehr Spezialbeschwörungen? Nee, eigentlich nicht. Okay, gucken wir mal, was du da verdeckt hast, wie viel Def du da hast. 1000. Ah ja. Der hat ja nicht mal einen Monster-Effekt. Du kannst deine Stufe von 1 bis 6 deklarieren. Und dann 2 offene Monster wählen, die du kontrollierst. Bis zum Ende dieses Spielzugs verringere die Stufe von einem der Monster um die degradierte Zahl. Falls du das tust, erhöhe die Stufe. Vielleicht kann man quasi angleichen, okay. Aber wenn sie mein Empfänger ist, dann brauche ich doch. Ja, okay, klar, du kannst sie auch als Empfänger auf dem Feld benutzen. Ich bin gespannt, was für Monster hier noch drin sind. Weil die Exiden werde ich nicht können, dafür brauche ich Stufe 5 und Stufe 7. Und für Empfänger. Naja, also sie wird dir dabei eigentlich helfen. Denke ich mal. Ja, eigentlich. Ich habe ein schönes 6-Sterne-Monster auf der Hand, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich den so schnell spiele. Legen wir den da oben hin. So, schmeißen wir den da ab. Ah, jetzt verstehe ich. Man braucht zwingend das Link-Monster. So ist das also.
Und ich würde sogar fast sagen, wenn dann irgendwas an. Ja, ich hole mir den da. Wenn du dich an ihn erinnerst. Jetzt habe ich abbrechen gedrückt. Ja, ich bin ja leise. Jetzt habe ich aber an den Effekt nicht gedacht. Ja, egal. Kommst du ja an meiner Wand scheinbar nicht vorbei. Außer du ziehst irgendein Monster, was du hochpushen kannst mit deinen Spellbooks. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, bis ich Twin Twister ziehe, um deine Zauberkarten zu zerstören. Okay, hast du kein Monster gezogen? Doch, kannst du noch nicht spielen. Und deine Spellbooks helfen dir auch nicht weiter? Nein. Okay. Dann nehmen wir uns den letzten Doppel-Normalbeschwörungstypen in meinem Deck. Du hast schon genug ATK, du brauchst dir nicht mehr Mühe machen. Achso, meinst du, ich habe genug, um dich zu töten? Anscheinend hast du recht. Ja gut, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Glück mit deiner Hand, dass du auch irgendwie mehr machen kannst. Ich glaube, das wird nicht reichen gegen die Raptor. Ich habe nie gehört, dass die Raptor Meta war. Ich habe gehört, dass Bellbook Meta war. Ich meine nur. Ja, schön, aber wer weiß, wie scheiße sie dieses Deck hergerichtet haben. Ist ja klar, dass in einem normalen Spellbook Deck nicht jede Karte eine Ahnung. Drin, ich weiß nicht, hast du Jaugen drin? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht geprüft. Aber ich habe Monster mit mehr ATK gezogen. Ansonsten, wenn du noch mehr als eine andere, wenn du noch ein anderes Panel-Monster drin hast, dann kannst du ja vielleicht sogar eine Scale establishen, dann kriegst du zumindest alles raus. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Was hast du verdeckt gespielt? Gibt es ein Spellbook, was eine Schnellzauberkarte ist, oder wie? Ja, ja. Ah, okay. Ich hatte letzte Runde eine, aber die war halt komplett nutzlos. Also in dem Zusammenhang. Naja, dann hol dir jetzt eine, die nutzvoll ist. Ich wüsste nicht welche. Okay, dann hol dir halt den. Meine ist auch ja, nicht schlecht, der kann deine Monster boosten. Jetzt muss ich erstmal wieder welche ziehen, denn das ist das Hauptproblem mit dem Deck. Töte den mal. Ja, doch, interessant. Ich merke, was es alles gibt. Naja. Ja, okay. Kann ich mehr machen? Kann ich. Jetzt verstehe ich. Oh. Wenn du jetzt Endphase drückst, kann ich nächste Runde sehen. Wieso? Weil ich dann auf 7 Sterne komme. Meinst du, ich lasse dein Monster da? Naja, du bist in Verteidigung und mehr kannst du ja nicht tun. So würde ich sagen, ja. Es ist unmöglich, dass du jetzt noch ein Special Summon irgendwie rausbekommst, ohne enormes Summon. Also suchen wir lieber den da. So. Natürlich. Ja, Rangsteigerung. Ja, jetzt bist du in ATK und hast mich ausgetrickst. Ah, da kann ich das. Karte kann. Genau. Nein, du spielst einfach den, der einfach was zerstören kann. Du brauchst gar keine Battlefield. Direkt angreifen und dann ein Monster zerstören. Jupp. Ja. Perfekt. Genau den spiele ich. Unglaublich.
So, einmal 1000 ins Gesicht. Effekt. Oh! Let's go! Ich habe 5 Karten zur Auswahl, die ich nicht kenne. Lass mich lesen. Okay, ja, kannst du machen. Vielleicht hast du ja was, was du specialen kannst. Dann also könntest du vielleicht wirklich was machen. Mal. Der Effekt ist nutzlos. Der hier. Der muss auch erstmal auf dem Feld sein. So spezifisch. Der muss auf dem Feld sein. Er nützt mir nur was, wenn ich nächste Runde Magiebuch ziehe, sonst nicht. Und was kann der? Naja, du kannst ja... Ne, warte, du hast 3 im Friedhof, oder? Ah, auch interessant. Er erhöht seine Stufe, wenn man Magiebücher... Ja, aber Spielzeug wäre das, falls du... Master von dem Hex als Spielfeld hast. Oder in deinem Friedhof hast. Du hast ein... Also du kannst ihn auf jeden Fall noch einmal mehr ziehen, weil du kannst deinen Turm benutzen. Ein Turm? Ja, du kannst deinen Turm benutzen, weil da kannst du... Weil ich jetzt einen Hex als Friedhof hab. Genau. Und du hast ja ein Spellbook, was du zurückmischen kannst. Also kannst du ein zweites Mal ziehen, dann, wenn du dran bist. Also, vielleicht ziehst du dann ein Magiebuch, was dir dann hilft. Warte mal, den da kann ich aber auf jeden Fall benutzen. Da brauche ich nichts riskieren. Okay, ja, keine Ahnung. Nutz das, was sich sinnvoll ergibt. Wer ist denn das? Einmal pro Spielzug, du kannst ein Magiebuch Zauberkarte von deinem Deck auf den... Ach Mist, jetzt ist es ja weg. Du siehst es doch, wenn du den Rand anklickst. Ja, ich weiß. Einfach Spielzeug kannst du eine Begebungszauberkarte von deinem Deck auf den Friedhof legen. Okay, während der Endphase des Spielzeugs, in dem diese Karte diesen Effekt aktiviert hat, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, beschwöre ein finsternes Monster von dem Hexe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ah, und dann kannst du dir noch einen besseren holen. Okay, das ist interessant. Na gut. Aha. Dann hau rein. Du musst über 1000 ATK kommen. Wirst du das schaffen? Ja, nicht wenn ich den spiele. Ah, wobei doch, der ist ja auch stark genug. Also wenn du noch ein paar Spellbooks aktivierst, dann sollte es schon hinhauen. Was haben wir denn da? Ah, nicht sehr nützlich. Also ich kann den Schnellzauber gar nicht benutzen. Weiß nicht, aus drei die Gründen. Bedingung nicht erfüllt. Ja, ist der gleiche, den ich vorhin hatte. Du kannst, ja gut, bis zu steht da. Keine Ahnung. Wo sind deine Monster? Auch unnütz. Bei 3 Stück wird sich's lohnen. Ja, ich bin am überlegen. Ich könnte jetzt den da nehmen. Der hat dann 1900. Und ich könnte deine Belgrot damit halbieren. Oh, das ist der andere. Das klingt aber gefährlich. Der andere ist der, den ich mir jetzt reingezogen habe, mit dem ich eine Stufe 5 oder höher Hexe aus dem Deck Special. Und das klingt halt interessant, aber ich die Karten ja noch gar nicht kenne. Also schauen wir uns das zuerst an. Okay, du willst also nicht meinen Belgrot kaputt machen. Nein. Aber dein Monster. Okay. Aktivieren wir das mal. Okay. Dabei legst du jetzt was auf den Friedhof. Ja. Das war's. Keine von den harten Friedhofseffekt, oder? Nicht, dass ich, also habe ich jetzt gar nicht geprüft. Was passiert da? Er geht trotzdem kaputt, aber... Halt ganz vergessen, dass ich den auch da hatte. Jetzt kommt der Effekt, nehme ich an, weil wir in der Endphase sind.
Also ich würde sagen, vorher kommt. Wollte ich meine Background nicht snipen. Was ist denn eigentlich für ein Viech, das du da... Hä? Hey! Während der Endphase des Spielzugs, in dem diese Karte diesen Effekt aktiviert hast, du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Habe ich kein finsternes Monster vom Typ Hexer der Stufe 5 in diesem Deck, oder was? Anscheinend. Wow, wie nützlich. Du musst 5 oder mehr... Clap. Oh mein Gott, nein, du musst den letzten Satz lesen. Okay. Ja. Wie kriege ich denn 5 von diesen Dingern überhaupt in den Friedhof? Ich habe nichts, um mehr Karten zu ziehen. Der Spielfeldzauber legt sie ja nicht ab, sondern mischt sie vom Friedhof zurück ins Deck. Naja, du brauchst... Das ist doch so dumm. Du brauchst Spellbook of Judgment, der dir für jede aktivierte Spellbook eine Spellbook suchen darf. So kriegst du also richtig Massen da rein. Und dann wieder nachgezogen. Judgment ist nicht Schicksal, denn Schicksal habe ich auf der Hand, nur so zur Info. Ich wüsste nicht, wie es sonst heißen soll. Falls du ein Monster vom Typ Hexer kontrollierst, du kannst bis zu 3 Magiebuch-Zauberkarten von deinem Friedhof verbannen, führe einen der Effekte aus. Ja, das ist Magiebuch des Schicksals. Genug ATK hinbekommen. Warte mal, der muss zwingend da oben liegen, sonst habe ich nicht genug Platz. Will er noch 3 Monster beschwören. Ist eigentlich fast egal, was ich suche. Was hat am meisten ATK normal? 1700, 1700. Ja, ich glaube, das ist das höchste in meinem Deck. Noch ein Exit-Monster machen, aber das wird, glaube ich, jetzt weniger ATK rauskommen. Ja. Weil er kein Exit-Material hat oder was? Ich darf nicht direkt angreifen. Ja, okay, gut, dann halt nicht. Nicht sicher, ob ich das überlebe. Aber nicht. Okay. Ich höre diese Karte Spezialbeschwörung. Ah ja, greif weiter an. Es ist aber Empfänger, auf die Art und Weise kannst du dann sumpfen. Ja. Ja, dafür muss ich trotzdem irgendwie auf 7 kommen. Mit einem 4-Sterne-Monster und. Welche Stufe hat das? Stufe 2. Ja, du bräuchtest mindestens 5 Sterne oder du hast noch ein drittes Monster. Oder. Ja, ne, deine Waage hilft dir ja nicht hier gleich an. Hm. Oh! Brecher magischer Krieger! Ich merke gerade, ich hätte eigentlich noch exilen können. Jetzt habe ich gar nichts gemacht. Kennst du den etwa? Ja. Du, den hat Yugi gespielt! Wie sieht der so alt aus? Hatte der damals auch schon so einen Effekt? Kann mich nämlich nicht erinnern. Ja, schon. Den Effekt hatte er immer. Aber ich habe keine. Die anderen beiden Magiebücher nicht benutzt. Das kotzt mich echt an. Ich muss irgendeins ziehen, das ich auch benutzen kann.
Ah, perfekt. Es gibt auf jeden Fall eins, was du benutzen kannst. Okay, das ist nicht das, was ich gedacht habe, aber okay. Ja, guck mal! Mal gucken, wie viel ATK du noch hinkriegst. Vielleicht kommst du ja über die 2600. Magiebutt des Schicksals. Hast mir einen weggenommen. So. An die letzte nicht spielen. Heißen die auf Deutsch? Ich habe keine Exit Monster mehr gespielt. Naja. Kannst gar nicht mehr darüber kommen. Außer du exitest nochmal. Also Judgment ist Magiebuch des Urteils. Ah, okay. Das ist ungünstig. Warte mal. Komme ich über den drüber? Wenn ich nochmal den Fünfer bauen könnte, wird's gehen, weil mit dem könnte ich ja dann direkt angreifen. Er verliert 1000 ATK am Ende dieses Zugs. Nur so zur Info. Wer verliert 1000 ATK? Mein Monster. Oh. Weil du noch einen extra Effekt gemacht hast. Ja. Naja, gut. Aber da hat er trotzdem noch 2300. Das ist trotzdem nicht wenig. Und du wirst ja wahrscheinlich nicht weniger Spellbox aktivieren. Wir werden ja immer mehr jetzt. Du bist kein Empfänger. Ja. Ihr beiden seid auch keine Empfänger, dann nützt mir das nichts. Oh, kann der da helfen? Auch interessant. Kann alle als Wissel von der Master gehen und einmal angreifen. Das ist nicht. Das Beste. Dann offener ist als Wissel schon. Der hilft mir auch nicht. Aber das hier hilft mir. Magiebuch der Ewigkeit! Okay, ja. Oder kopierst was? Kannst du dich damit, irgendwie permanent stecken? Hey, warte, du hast doch noch eins zur Wahl, oder? Eins pro Spielzug. Einmal pro Spielzug. Hast du verbannt. Verdammt, die sind alle einmal pro Spielzug. Was ist denn dein Problem? Ich kann nicht weitermachen, um mich noch stärker zu machen. Nein, so funktioniert das nicht. Aber du kannst dir einen geben und du bist noch stärker geworden. Hat funktioniert. Ja. Und ich verliere aber jetzt 1000. Das tut weh. Ja, mein Gott. Du musst trotzdem. Hast du denn diesen Kauz überhaupt noch? Oder sind es die einzigen beiden gewesen? Okay, jetzt bin ich wirklich dezent am Arsch. Ich kann mir aufsteigender Falke bauen. Aber das Ding ist, dein Monster wurde nicht spezial beschworen, also bringt mir sein Effekt nichts. Cool. Er hat 2000 Death, aber das hilft mir auch nichts. Ich habe die Searcher nicht mehr, die habe ich jetzt schon alle beschworen. Ein bisschen am Arsch. Ich muss doch nur meinen permanenten Zauber vernichten. Ja, kann ich aber nicht. Nice. Ich meine, unter Umständen habe ich noch eine Chance. Kommt ganz drauf an, was du tust. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen abwollen. Ha? Ja, wer denn? Ich glaube, ich lasse meine Monster in der Hand. Das macht doch keinen Sinn, wenn ich die spiele. Oh, das war der ATK-Dieb.
Ja, aber es geht, nur bei spezialbeschworenen Monster. Den töte ich jetzt, das dürfte dir klar sein. Naja, naja. Magieturm aktivieren, ja. Ja, okay. Zieh noch eine Karte. Weg mit der Ewigkeit. Warum sind die überhaupt verbannt? Was hast du gemacht, dass die verbannt wurden? Frag mich nicht. Irgendeiner der Effekte hat. Ah ja, mit einer Karte habe ich doch dein Monster verbannt. Dafür musste ich 3 Magiebücher verbannen. Achso, ja gut, okay. Ja, das war's, genau. Ja, gut. Okay, jetzt. Ich kann ein Monster special. Ja, ist okay. Und es bekommt dann die Stufen hinzu addiert. Es wäre ja, dann also Stufe 4. Okay. Aber das nützt mir nichts. Das ist komplett nutzlos. Ja, ist okay. Oh, es ist nicht komplett nutzlos. Du kannst. Oh. Ich weiß nicht, was du so lachst. Machst du jetzt das, was dafür sorgt, dass ich verliere oder nicht? Das will ich wissen. Sekunde. Ah, ich weiß gar nicht, ob du es selber bemerkst überhaupt. Ich mach den da mal weg. Okay, ja. Ich zeige dir die Karte, die ich nicht benutzen kann. Der Wunder. Die habe ich ja noch nicht gesehen. Ich special summon den da. Oh, warte mal. Okay. Ich kann was tun. Ich kann linken. Also wenn du linkst, dann würde ich dir aber empfehlen. Ah, okay. Okay. Kann der was? Jedes Mal, wenn eine Magiebuchkarte aktiviert wird, 300 ATK. Ja. Ich habe jetzt keinen Monster mehr. Da. Ja, wie er kann nichts. Okay. Also deine beiden Xi-Monster sterben ja jetzt. Unter Umständen. Was hast du denn da hinten verdeckt? Weißt du was? Wir schauen jetzt nach. Aktivieren. Genau. Darauf habe ich gewartet, ob du das machst oder nicht. Bei. Der hat Spiegelkraft in seinem Scheißdeck. Ja, das du solltest wissen, dass das in den Xi-Decks drin war. Eigentlich, aber gut. Sollte ich wohl. Aktiviere ich das jetzt? Du kommst sowieso nicht mehr drüber, also ja, warum nicht? Du bist doch wahrscheinlich ziemlich am Arsch jetzt dann. Kommt doch am nächsten Sorgen. Ups, da hat mich, glaube ich, aus der Connection gegangen. War mein Satz noch vollständig da? Nein. Er kommt doch an, was ich ziehe. Achso. Ich hoffe, du bist auf Off. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, schon noch Karten drin, die relevant. Du hoffst, ich bin auf Off. Was soll ich denn aktivieren? Keine Ahnung. Hat das Magiebuch noch einen Effekt? Oh, okay. Cool. Darfst du noch was suchen? Aktivierst du noch mehr Magiebücher? Das ist der Plan. Ich habe ja vorhin Magiebuch der Ewigkeit wieder reingemischt. Also, auch wenn es schwer war, aber inzwischen habe ich ja echt immerhin 8 Spielmarken. Also, ist dann in Ordnung, finde ich. Da hat man wenig mehr zurückgeholt. Das ist ein ewiger Kreislauf. Noch eine. Wen will ich denn? Magiebuch über Magiebücher. Wo ist mein Twin Twister? Wo hat er sich versteckt? Falls ich keine im Friedhof habe, okay, den kann ich schon mal nicht mehr benutzen. Falls du 5 oder mehr im Friedhof hast, oh, schaffe ich das? 1, 2, 3, 4. Und die hier lege ich ja dann auch. Oh, dann habe ich ja 5. Oh, geil. Nehmen wir die Bibliothek. Jetzt darf ich sie benutzen. Und sie sagt. Grabe die obersten 2 Karten deines Decks aus, füge alle ausgegrabenen Magiebuchzauberkarten deiner Hand hinzu, zusätzlich mische die anderen Karten ins Deck. Graben wir mal. Oh, okay, da war eine Bibliothek dabei.
Ja, das, die habe ich heute schon benutzt. Nee, warte, das ist die, die sagt, das ist die, die ich nicht wollte. Weil man dafür keine im Friedhof haben darf und ich habe gerade zu viel im Friedhof. Aber schau dir mal meinen ATK an. Der eine verliert zwar gleich wieder 1000, aber trotzdem, ich bin ziemlich safe. Solange du keine Rangsteigerungs-Zauberkarten-Dings ziehst. Okay. Warte mal. Warte mal, überlebe ich das? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Du wirst wahrscheinlich noch mehr Spellbooks aktivieren, oder? Aktuell würde ich es, glaube ich, überlegen, oder? 3000 bis 2000. Ich kann beide, die ich habe, nicht benutzen. Also bist du erstmal safe, außer ich ziehe was, womit ich wieder eine Kette mache. Weil die Sache ist, ich könnte jetzt Monster beschwören, aber... Also ich habe einen Rangsteigerungszauber gezogen. Aber die Sache ist, ich habe ja keinen Exceed-Monster mehr, was ich mit zwei Monstern bauen kann. Ich habe nur noch das andere, was man mit drei Monstern... Also wo ich mindestens drei Monster für brauche. Und ich kann gerade nur zwei Monster beschwören. Und die machst du mir dann kaputt. Ich habe also Glück, dass du nicht mehr genug Monster machen kannst. Gerade nicht. Geil. Und dein Extra-Deck ist einfach schon zu ausgelaufen. Aber oh, warte, hätte ich den jetzt eigentlich beschwören können oder habe ich den auch schon oft zu oft benutzt? Der habe ich zu oft benutzt, den kann ich nicht beschwören können. Du hast mich ausgegrindet. Oha! Ich habe die Welt der Prophezeiung in der Hand. Aha, gewinnst du es doch? Nein. Also, ich meine, wenn du dich nicht wehrst und ich. Was soll ich denn machen? Dann gewinne ich tatsächlich. Stack mit dir und gönn dir die 500 ATK und die zusätzliche Stufe. Was? Warte, du hast ja noch ein... Ja. Und du sagst, ich würde jetzt nicht in dem Zug sterben, wenn ich nichts spiele. Hä? Wann habe ich das gesagt? Ja, gerade eben, als ich dich gefragt habe. Nein. Ich habe nur gesagt, dass ich mit den zwei Monstern nicht über deine LP komme. Aber wer sagt, dass ich nur zwei Monster habe? Ich habe doch schon vorhin den... Ich habe vorhin den 3-Sterne-Typen geholt. Der hätte jetzt auch schon genug gehabt. Dachte, du wärst vielleicht ehrlich. Was? Ich habe einen Videobeweis, dass du mich einfach nur falsch verstanden hast. Ja, was denn? Ein. Es war doch offensichtlich, dass ich dich gefragt habe, ob du mich in nächsten Zug töten kannst. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Frage kam. Ich dachte, du spielst nichts, weil du denkst, dass das wirklich das Sinnvollste ist. Ja, weil das ist das Sinnvollste, weil du sonst meine Monster zerstörst. Ja, und ich den Zug gerne noch überleben kann. Nee, eben nicht mehr. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Hä? Ja, sorry, aber das hätte ich dir doch denken können. Du wusstest, dass ich den 3-Sterne-Prophezeiung der irgendwas habe. Wusste ich nicht. Habe ich mir nicht gemerkt. Habe ich mir nicht gemerkt. Ja, da bist du aber selber schon. Weiß nicht mehr, ob ich hingeguckt habe, als das passiert ist. Auch wieder ein Berg hier. Komplett nutzlose Karten. Doch keine nutzlosen Karten, die haben alle einen Sinn. Wähle aus. Ah, was? Oh, okay.
Sehr gut. Eigentlich könnte man da genauso gut einen Coinflip machen, aber das nicht wählen, naja. Ja, ich bin gut genug geschützt. Viel Spaß. Ja, dein Sternzieher. Der ist Stufe 5 für Exceed, auch interessant. Da wird solche Effekte. Ich brauche also noch ein Stufe 5 Monster. Und dann kann ich sogar mal Exceed. Wow. Das möchte ich jetzt mal noch nicht machen. Okay. Ich kann zwei Monster beschwören. Das war's dann aber eigentlich. Na gut. Na gut, machen wir das. Ne, warte, aber das war's nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ich könnte den. Aber der würde mir gerade. Wait, warum steht da Falle? Warum steht da Falle? Was zur Hölle? Steht da auch Falle? Hast du auch, heißt du auch Falle? Warum heißen die alle Falle? Hä? Ist das ein Fehler? Bei meinem Exceed-Monster steht geflügeltes Ungeheuer slash Falle. Slash normal. Falle? Oh ja, das klingt nicht so ganz korrekt. Kannst du denn überhaupt exceeden? Soll ich dir gleich einen exceeden? Du kannst gar nicht exceeden, gib's doch zu. Soll ich dir gleich einen exceeden oder was? Kriegst du mehr als zwei Monster hin oder schaffst du es nicht? Es macht keinen Sinn gerade. Ich greife erstmal an. Ach, Scheiße. Oh nein, was passiert? Ändere alle Monster auf den Verdeck. Was verdeckt? Oh, das war nur einer. Ja, der andere kommt da aber nicht drüber. Ich kann so nicht exceeden, Hilfe. Was? Geil. Ja. Scheiße, wie viel ATK hatte der? Ah, der hat nur 100 Defense, nice. Rate mal, was nächste Runde passiert. Keine Ahnung, was nächste Runde passiert. Ich sage auf jeden Fall Endphase passiert. Ah, jetzt hat er Spiegelkraft gesetzt. Okay, das ist natürlich gut. Ja, genau. Also was passiert? Wen hast du jetzt aktiviert? Was soll das denn? Oh! Oh! Ach was? Das ist mal ein Ausrüstungszauber in diesem Deck. Aha. Ja, weißt du? Du hast Pech, ich hab den da gezogen. Oh. Ja, gut. Ist kein Risiko ein. Definitiv nicht. Ah, es war nur eine Schrottkarte. Ey, naja, beleidige okay, nicht meine Karte. Sie ist nicht Schrott, ich seh's ja ein. Ich wünschte, ich wäre stärker. Ich wünschte, ich wäre stärker, so viel stärker. Oh. Bist du stark genug? Ich bin stärker geworden. Aber bist du stark genug? Nein, noch nicht. Wir sind noch nicht stark genug. Jetzt kommt diese Scheißkarte, mit der du mein Monster zerstörst. Ausgerechnet mit dem habe ich zuerst angegriffen. Das stimmt. Und jetzt hat es sich natürlich um einiges besser angefühlt, wo es auch noch ausgerüstet hat. Ja. Mann, konnte ich den anderen Effekt gar nicht benutzen. Wieso lässt sich der noch eine Karte? Okay. Das macht er immer. Das macht er immer. Also will ich ihn verbannen. Ja, der, der Flaumig
Der flaumige Lanius, der tut sich immer replacen. Die sehen alle nicht sehr flauschig aus. Ach was, ist ja nicht süß. Nein, ja, doch. Wird echt Zeit, dass ich... Ach, die kann ich mir nicht craften, das kostet zu viel. Muss erst Edelsteine farmen fürs Pack von denen. Dann könnte ich das Deck mal machen. So, egal, wir können mal eine langsam mal beeilen, Mann. Es kann ja nicht sein, dass ein Duell den ganzen Abend dauert. Ich wollte eigentlich zwei machen, aber wenn es noch länger dauert, dann nicht mehr. Was hattest du vor? Ja. Sonst halt Singleplayer wieder aufnehmen danach. Ja, ich habe gerade ein wunderschönes neues Deck fertig bekommen und das hätte ich ausprobiert, wenn du nichts dagegen hättest. Die ganze Zeit kommt immer neuen Decks. Ja, ich hab's vorhin gecraftet, als du mich noch mit der Einladung beschäftigt warst. Es hat mich jetzt mein komplettes UR gekostet. Und ich hatte nur 60, also... Ja, es war Glück, dass ich überhaupt... Ich habe quasi eine SR gecraftet, 1000 Gems ins Pack und habe dann Glück gehabt, dass eine UR dabei war. Also musste ich jetzt nur noch zwei URs craften. Oder nee, ich glaube sogar nur eine am Ende, genau. Ja, wir haben zwei URs und zwei SRs gefehlt. Die eine SR habe ich gecraftet und ein UR und eine SR war dann in dem ersten 1000er drin. Das war also mal so gleich, wie ja, möglich. Ja, doch, doch, doch. Kann ich schon machen. Ja, gut. BRB. Warte mal. Hä? Wie hast du das jetzt angestellt? Was ist denn dein Problem? Was ist denn dein Problem? Ja, wie hast du denn zweimal exceeded? Ja. Wie hast du vier Monster beschworen? Schau halt zu! Mein Gott, ich bin halt beschäftigt, wenn du so lange Sachen machst. Ich habe YouTube-Antworten auf meinen Kommentar bekommen. Ich muss die lesen. Naja. Aua! Was soll das? Cheater. Was, Cheater? Verlierst dabei nicht mal Material? Nein. Sein Materialeffekt war was anderes. Ja, natürlich. Der ist ja noch okay. Erst wenn er für den Effekt Material bräuchte, wäre es noch okay. Nein. Man muss sagen, er muss Material haben, weil sonst kann er den Effekt gar nicht nutzen. Das ist mir letztens passiert. Weil als er vorhin kein Material hatte, konnte ich ja nicht angreifen direkt. Das ist dir im letzten Duell passiert. Gibt's ein Magiebuch, das mich hier rettet? Nicht wirklich. Ach, wobei, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Let's go. Oh. 2000. Aua. So fühlt sich dein Friedhof aber ganz schön. Was willst du mit meinem Friedhof? Er ist sehr voll. Ja, passiert. Wenn man so viel beschwört. Du bist Empfänger. 7. Ja, der ist Empfänger, der da auf dem Feld ist. Ich habe 2 4 Sterne Monster im Friedhof, das kann ich also vergessen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo du die dann aufs Feld kriegst, aber gut. Ich habe eine Karte, mit der könnte ich einen davon special. Der andere überträgt seine Stufe. Das heißt, ich hätte dann ein Stufe 8 Monster. Das nützt mir also nichts, wenn ich exceeden will. Nein, du kannst sinken, weil der ist Empfänger, aber sonst. Vielleicht mache ich das aber trotzdem. Ich weiß nicht, kannst du das jetzt gerade aktivieren? Weil da kannst du auf jeden Fall nochmal angreifen mit dem. Sofern du. Ich bin in der Battle Phase. Ja, du bist immer noch in der Battle Phase. Ja, geht aber. Warte, was? Ich kann sie nicht benutzen? Weiß nicht.
Ich habe ein Monster von Typ Hexer von deinem Friedhof. Anzeige eine andere Magiebuchkarte. Hast du nichts zum Vorzeigen? Nein. Das ist schade, weil jetzt zerstörst du ja mein Monster. Das hätte ich gebraucht. Das ist potenziell der Plan, da hast du recht. Für die linke Störung. Was Link beschwören will er auch noch? Ja, ich hätte es halt gerne mal gemacht in dem ersten Video von dem Deck. Wenn wir schon keine anderen von den Extra-Deck-Monstern sehen. Keine Ahnung, ein. Weiß nicht, warum du keine rauskriegst. Ja, es ist halt so gut wie unmöglich. Link-Beschwörung war das Einzige, was ich bisher hätte machen können. Da hat sich nicht gelohnt. Ja, der Null. Dann kann ich trotzdem einmal pieksen. Ich war kurz davor zu sagen, wenn du mit dem angreifst, dann gebe ich auf, aber ich habe es nicht gesagt, also mache ich es jetzt auch nicht. Das ist echt gemein, aber... Okay, ich beschwöre mir mal noch einen. Ne, nicht mit dem. Den 3. Jetzt wird halt der so schwach, das ist ein bisschen schade. Naja, 1100, das muss reichen. Wird's nicht. Außer ich kann nichts beschwören. Dann wird's reichen. Dum, da, dum, da, da. Komm schon, gib mir ein Magiebuch! Magiebuch. Ja, Pech gehabt. Was Pech gehabt? Ja. Wer hat Pech gehabt? Ich? Ja, ich hab Pech gehabt. Kannst nichts mehr. Aber es ist okay, es ist okay, mit der komme ich zu. Oh, die ist ja stark. Mischt er sich auch noch eins ins Deck? Kriegt doch noch ATK dafür, was zur Hölle? Suche da noch Stufe 5. Ja. Ja. Ich brauche ein Magiebuch. Ja, das, das ist ziemlich normal in dem Deck. Auch das Link-Monster, damit ich Normal Summon ohne Tribut machen kann. Ah. Warte mal, das hilft nix. Was mit demselben Namen? Komme ich über dich überhaupt drüber? Genug Karten. Mein Monster ist zum Glück nicht gespecial geworden. Ach, Kassner. Ach so, wartest du lieber ab, dass du wirklich sicher gehen kannst, dass du... Oh nee, warum das? Ah, egal, ich habe meinen Turm. Der rettet mich hoffentlich. Ab ins Deck mit dir und am besten gleich ziehen. Was? Was denn? Es ist ins Deck gewandert und direkt habe ich es gezogen. Ja, passiert. Irgendwann muss das passieren. Ja. Ja. Es ist nur schade, dass ich die Stack-Zauberkarte nicht habe, aber hey. Die Stack-Zauberkarte, alles klar. Stack alles zusammen. Habt ihr das gehört? Er stackt sein Deck. Stehst du jetzt gar nicht? Nein. Ja, so nennt man das halt, wenn man das Deck gezielt mischt. Also verstehst du, dass gezielt gewisse Karten wo sind?
Jetzt könnte ich Link beschwören. Oh mein Gott! Warte mal, was? Was? Ich kann exceeden! Oh, ja. Stufe, zwei Monster der Stufe 5. Weil der Effekt vom Sternzieher immer noch gilt, obwohl er jetzt 8 hat, in Anführungszeichen. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Material abhängen. Mische dein Deck. Gabe die 5 obersten. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mein Exceed-Monster zu zerstören. Ja, bevor ich in der Lage bin, seinen Effekt zu benutzen. Lege danach die ausgegrabenen Karten. Okay, also mein Exceed-Monster könnte eventuell beide Monster mit seinem Effekt smashen. Das Problem ist, dass meine Feldmonster eigentlich mehr ATK haben. Und mit dem Link-Monster könnte ich mein 6-Sterne-Monster einfach noch normal summon. Weil ich ja noch Normal Summon habe. Ich bin also leicht verwirrt, was ich tun soll. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, was du tun sollst. Mann. Was soll ich nur tun? Ja, mach was. Ja, mach was, mach was. Okay. Ich behalte die beiden Monster. Okay. Scherz, ich behalte nur sie. Du weißt, dass Sternzieher gespecialt wurde. Hey, was? Der war gespecialt? Ja, aus dem Friedhof. Oh, die anderen beiden hier sind jetzt genormal summoned. Kann ich nur noch linken, aber scheiß da. Auf in den Kampf. Dein Exceed-Monster wäre also egal. Das Effekt ist jetzt nicht mehr relevant. Ja, jetzt ist es nicht mehr relevant. Es ist auf dem Friedhof. Ja. Ich meine, wenn ich exceeded hätte, dann hätte ich ein Monster mit 2300 ATK und deine Monster wären eventuell beide gestorben. Aber so fühle ich mich irgendwie besser, weil ich kann jede Runde benutzen. Jetzt heißt es, hoffen, dass du nichts Besseres siehst. Wieso ist dieses Kack-Event-Deck mit Spiegelkraft und schwarzes Loch ausgestattet? Aber warte, welchen Effekt hast du? Du hast Pech gehabt, wenn das dein Monster ist. Ich habe nämlich schon was auf der Hand mit mehr ATK. Ah, das ist ungünstig. Ich habe leider nur den. Mal zwei. Ach scheiße, der ist ein Dev. Kann ja gar nicht angreifen. Dann. Ich könnte ihn opfern, aber ich kann auch nichts bringen. Nein, eben nicht. Das ist ja die Sache. Du hast keine 4-Sterne-Exceed-Monster mehr. Keine, die 2 Monster brauchen. Nur eins, was 3 Monster braucht. Oh, Gott sei Dank. Gut, dass dein Deck auch nicht so... heftig. Den habe ich ja noch nie gesehen. Erstmal den Magieturm nutzen. Das letzte Mal, weil ich nichts mehr im Friedhof habe. Ja, wir kommen da irgendwie was rein, oder nicht? Oh mein Gott, ich könnte sinken, wenn du ein Empfänger wärst, aber du scheiß Arsch bist kein Empfänger. Ja, das ist halt so. Warte mal, das nützt mir gar nichts, weil du mich danach tötest. Sonst hätte ich ihn gerne benutzt. Und du? Ich schulde dich, ich dachte, du machst mein 1000 ATK-Monster kaputt. Ich wollte, ja, ich kann 2 Monster spielen oder 1. Aber das eine ist dann zu schwach. Aha. Ja, tolle Karte. Dann wird nichts los. Ja, so bis Asche werde ich dann wohl oder übel mit dem hier vorlieb nehmen müssen. Hey, vielleicht habe ich Glück und ziehe einen 4-Sterne-Empfänger. Das wäre so geil. Oder die Fallenkarte, mit der könnte ich auch leben. Ich habe leider kein Magiebuch mehr in meinem Friedhof, also ist meine Spielfeld-Zauberkarte jetzt egal geworden. Ich habe die alle mit Kraft der Prophezeiung genutzt und reingemischt, aber... Naja. Oh, jetzt weiß ich nicht, wie viel Defense du hast. Das ist gemein. Naja, du kannst ja schätzen.
Was, du spielst auch in Defense? Ich dachte, du machst mich jetzt fertig. Du greifst nicht mal an? Nö. Das lohnt sich einfach nicht. Selbst wenn ich ihn... Also, weißt, entweder verliere ich ein paar Lebenspunkte oder du hast ein Monster weniger. Aber es ist halt... egal. Du hast kein Monster gezogen. Siehst du, ich habe gewonnen. Also, ich meine... ich habe die Lotterie gewonnen für diesen Zug. Die Lotterie, sure. Hättest du jetzt ein 4-Sterne-Monster gezogen, wäre es natürlich blöd für mich. Sehe ich ein. Bin ich da einfach da. Oh mein Gott, das könnte mich retten. Wieso dich retten? Du bist doch jetzt nicht unbedingt am Verlieren. Stopp. Was? Los geht's, verwunschener Pfad. Okay, jetzt kriegst du wieder jemanden auf die Hand. Ah, scheinbar kannst du kontern. Scheinbar willst du nicht. Aber was machst du da? Hey, was machst du? Zeigst du dir nur im Magiebuch? Ach, du darfst ja beschwören, okay. Du hast nicht genug Monster, wie ich sehe. Kommt drauf an. Der Effekt ist nicht nützlich. Ich hab noch einen Normal-Samen, richtig? Ich muss ich extra auf das I drücken, ja. Ansonsten hast du kein Monster mehr in der Hand, woran du es erkennen würdest? Nein, doch, jetzt wurde es gesagt. Optionaler Effekt, ja, machen wir. Komm schon. Warte, was macht die jetzt? Der gleiche wie die eine Zauberkarte. Ich zeig dir drei Karten und du gibst mir eine. Die nützt mir nicht. Mit welcher von denen kann ich deine verdeckte Karte zerstören? Ach, das ist dein Begehr. Ja, ich muss mal kurz lesen. Aha, wobei die da ist auch nicht schlecht. Und die da wäre okay. Statt dem Buch nehme ich am besten Verbanne eine Hexe aus dem Friedhof. So, das war wieder der Effekt. Was macht die? Bleibt von Falleneffekten unberührt. Ja, das klingt doch sinnvoll. Ja, gib mir mal eine von den dreien hier. Ah, die da. Na, schade. Ich meine, eigentlich ist das okay, aber trotzdem schade irgendwie. Als erstes mache ich einen Normal Summon ohne Tribut von meinem 8-Sterne-Monster. Hallo? Bist nicht beeindruckt, auch in Ordnung. Du kannst gar nicht Spielkraft dort liegen haben. Fällt mir gerade auf. Sonst würde dieser. Sonst würdest also, du ja nicht sterben. Das ist Angst. Jetzt nicht mehr, weil ich ja weiß, dass du es nicht hast. Was du machen mit das? Okay, ist er noch nicht stark genug? Die werden ja alle sterben. Ach, stimmt. Klar, ist ja aktiviertes Spellbook.
viele Magiebücher. All diese Counter. Ich kann dir deine Belgro-Karte auf die Hand geben. Ich kann dein verdecktes Monster in die Angriffsposition zwingen. Oder... verbannen kann ich nichts. Du hast keine Spiegelkraft. Da liegt wahrscheinlich... Ja, da macht es am meisten Sinn, um dir Damage reinzudrücken. Was soll ich dir Damage reindrücken? Das finde ich aber nicht nett. Damit komme ich sowieso über beide drüber. Ja, scheiß drauf. Außerdem kostet mich das weniger. Dann muss ich nur die eine verbannen. Wait a minute. Ich muss meine Karte jetzt chain, oder? Weil ansonsten geht sie auf meine Hand. Ja. Das war Exceed wieder genug. Ich habe das komplett dumm gespielt. Mein anderer Effekt war ja noch aktiv. Magiebuch der Macht. Achso, nee, der hat einen anderen Effekt gehabt. Ja, nee, passt schon. Da. Der triggert dann noch. Schön für dich, dass du den jetzt wieder hast, sogar mit Material. Ja, doof. Ja, die Wiedergeburt mit der Maske. Dass sie kaputt gemacht! Ja, was erwartest du denn? Ja, dass du ihn am Leben lässt. Du einfach nicht. Oh, ich wünschte, ich hätte durchschlagenden Schaden. So, aber weißt du, was ich habe? Ich war smart. Die Karte, die ich verbannt habe, ist halt perfekt. Und ich konnte mir jetzt die hier wiederholen. Die ich erst nächsten Runde wieder benutzen kann. Nichtsdestotrotz, bis auf mein recht schwaches Link-Monster, bin ich ganz zuversichtlich, dass du dann nicht mehr so leicht rüberkommst, also du ziehst Spiegelkraft. Wenn du jetzt nur eine Backrow-Karte setzt, greife ich nicht an. Ich greife nicht an. Okay, wenn du meinst. Bis ich einen Weg habe, mich zu verteidigen. Wenn du riskieren willst, dass du, dass ich mehr Karten ziehe. Lass mich erstmal noch eine zusätzliche Karte ziehen. Ha! Deine... Okay, es kann nicht Spielkraft sein. Sonst wäre das jetzt nicht... Sehr schön, danke für die Info. Mehr wollte ich ja gar nicht wissen. Ich hätte vielleicht noch Wurf stellen sollen. Ich greife an. GG. Übrigens. Wie wäre es denn noch mit dem hier? 6-Sterne-Monster. Was macht der jetzt schon wieder? Achso, läuft. Ich liebe es. Das Link-Monster ist doch richtig geil, oder? Wie wäre es damit? Machen wir den, geben wir denen allen noch 100 ATK. Ja, also aber haben wir ja nicht schon genug. Also, du kannst mir sagen, wenn du denkst, dass du eh nicht mehr gewinnen kannst, dann mache ich es kürzer. Ich heb mir die mal auf. Für später. Gut. Dann greifen wir mal an. Let's go! Rat der Prophezeiung. Let's go, Prophezeiungszerstörer. Natürlich. Wer von euch hat am meisten Death? Das rettet dich halt leider trotzdem nicht. Das, weil ich greife ja mit dem 3000er an. Der wird alles vernichten, was du jetzt setzt. Und die anderen beiden haben alleine jeweils schon genug ATK. Ein Link-Monster darf dich fertig machen. Oder ist dir der Sternzieher lieber? Okay, GG, 2 zu 1. 2 zu 1? Okay, das vorhin war ein Fail von dir, wegen, weil du gedacht hast, ich sag dir, dass du nichts tun musst. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier einen richtigen Sieg errungen mit diesem Deck. Hurra, ich bin froh. Bewerten, nicht vergessen und ciao. Tschüss.